Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg Ich habe nur Augen für euch, und für dieses Achievement müssen wir Duraka, den Unverwüstlichen in den blutigen Tiefen auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen. Wie machen wir das? Wir müssen ihn als erstes beschwören. Und zum Beschwören brauchen wir zwei Edelsteine, die wir hier in der Instanz looten können. Der erste Edelstein befindet sich in dem Raum vor dem Endboss, und zwar hier in dem rechten Sarg. Da können wir einfach auf den Stein draufklicken, ihn looten. Das kann übrigens nur ein Spieler machen, ja. Also der am schnellsten da draufklickt. Bei uns war es jetzt hier der Mage, der hat ihn schon einmal hier in diesem rechten Sarg einmal gelootet. Und sobald ihr den habt, könnt ihr quasi wieder relativ weit an den Anfang der Instanz laufen. Offensichtlich müsst ihr halt erstmal die Instanz komplett durchclearen, sonst kommt ihr halt auch nicht in den Raum vom Endboss, ne? Beziehungsweise in den Vorraum. So, es gibt zwei Steine. Es gibt einmal ein rechtes Auge und ein linkes Auge. Und das zweite Auge, das wir uns jetzt holen wollen, ist in einem Seitenraum, wo wir sonst normalerweise nicht hinkommen. Ich empfehle euch übrigens, das mit einem Spieler zu machen, also ein Spieler, dass er beide Augen nimmt. So haben es wir zumindest gemacht. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, wenn unterschiedliche Spieler das nehmen. Übrigens, hier habt ihr ein Seil, dass ihr wieder hochkommt. Falls ihr das nicht wusstet und noch nie da zurückgelaufen seid, ist vielleicht ein kleiner Tipp, der euch ein bisschen helfen kann. Wir laufen jetzt quasi hier einmal den kompletten Weg wieder zurück, kurz vorm ersten Boss tatsächlich. Und hier ist es nämlich so, dass wir einen Seitenweg haben, ne? Normalerweise kommt man ja hier von links, und wir müssen jetzt hier rechts weiter und erstmal den kompletten Trashback machen. Wahrscheinlich habt ihr den auch noch stehen. Und in dem nächsten Raum ist so eine Statue, und hinter der Statue liegt dann unser zweiter Gem. Das sind übrigens zwei so rote Steine, die sind relativ klein, also man sieht sie nicht gleich auf Anhieb, und wie gesagt, wenn die einer aufgehoben habt, sind die auch weg. Also sprecht mit eurer Gruppe, nicht dass ihr den ewig sucht und ein anderer den schon angeklickt hat, ne? Und sobald wir die beiden haben, können wir die als Augen quasi vom Mob einsetzen. Dann wird der Mob zum Leben erweckt, wird höher den Mob, und das war es dann im Endeffekt. Hier haben wir gerade nochmal wild gesucht. Es ist hier hinter der Statue, wie ihr seht. Da könnt ihr ihn anklicken. Hat auch wieder der Magier bei uns in der Gruppe angeklickt. Dann verschwindet er auch. Und jetzt müssen wir einen Raum weiter. Da sind auch noch Mobs. Und hier seht ihr, links drin haben wir dann dementsprechend den Gargoyle. Also wenn ihr auf die Brücke zuläuft, ist der Gargoyle quasi gegenüber der Brücke, ne? Wenn ihr da in die kleine Ecke reinlauft, dann habt ihr den Mob. Der kann ehrlich gesagt nicht viel, man muss ein bisschen ausweichen. Der hat zwar schon ein bisschen Leben, also alleine kriegt ihr den wahrscheinlich eher schwierig runter. Also da solltet ihr dann tatsächlich mit der Gruppe machen. Mehr ist es nicht. Ihr müsst halt den Gargoyle dann anklicken und diese Augen einsetzen, dann wird er angreifbar. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich euch weiterhelfen. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.